Mercedes-Benz war immer schon ein Unternehmen, das sich Innovation auf die Fahnen geschrieben hat. Vom ersten Großserienautomobil 1894 bis zum Airbag 1981 gab es da einige Meilensteine. Ein weiterer geht aufs Jahr 2016 zurück. Seit 2016 also gibt es die Mercedes-Submarke EQ für die Elektromobilität und seit 2 Jahren gibt es das erste Kind davon, den Mercedes-Benz EQC. Und ganz der klassischen Familienplanung nach wäre es jetzt Zeit für einen kleinen Bruder und da haben wir den Mercedes-Benz EQA. Der riesige Mercedes-Stern macht es sich nicht auf einem Kühlergrill bequem, sondern auf einem schwarzen Panel. Lediglich die EQ-typischen Lichtleisten an Front und Heck verraten den Elektriker. Modern ja, aber eben nicht hyperfuturistisch. Das freut nicht nur das Stammklientel, das eher auf vornehme Zurückhaltung und Sitzkomfort bedacht ist. Für ein kompaktes SUV bietet der EQA nämlich eine überraschend hohe Sitzposition. Sogar etwas höher als der konventionell angetriebene Bruder GLA. Grund ist die im Fahrzeugboden verbaute 66,5 Kilowattstunden große Batterie. Im EQA Platz genommen, fühlt man sich eher wie bei einem Treffen eines alten Freundes, als in Begleitung einer neuen Bekanntschaft. Wer sich in einem GLA oder einer A-Klasse beispielsweise wohlfühlt, tut es auch hier, weil bis auf die EQ-exklusiven Bronze-Details ist das ident zu allen anderen kompakten Mercedes-Benz und das ist gut, denn durch diese intuitive Bedienbarkeit fällt der Umstieg aufs Elektroauto umso leichter. Das MBUX mit den beiden 10 1/4 Zoll Displays ist da wie dort am Start und begeistert jedes Mal aufs Neue. Wie auch die Geräuschdämmung. Erst mit dem lautlosen Elektroantrieb fällt auf, was man eigentlich nicht hört. Wind- und Abrollgeräusche. Der EQA ist extrem leise, was zu seinem Komfortanspruch passt. Unterstützt wird das durchs Fahrwerk, das das Mehrgewicht des Akkus perfekt nutzt und so jegliche Unebenheiten ausbügelt. 140 kW, also 190 PS in alter Währung, leistet die E-Maschine und das geht schon ordentlich gut. Und die komplette Power kommt an die Vorderachse. Eine Allrad-Variante kommt noch und das ist gut für den Winter. Ebenfalls gut für den Winter ist, dass der EQA serienmäßig eine Wärmepumpe an Bord hat. Und die sorgt durch ihr Wärmemanagement dafür, dass bei kalten Temperaturen die Reichweite nicht einbricht. Denn so wird der Akku immer gut temperiert und die Abwärme in den Innenraum geleitet, was dort wiederum für angenehme Temperaturen sorgt. Komfort und Effizienz. Das bietet auch das sogenannte One-Pedal-Driving. Nimmt der Fahrer also seinen Fuß vom Gaspedal, das wir mangels Alternativen weiterhin so nennen werden, wird der Wagen abgebremst. Anfangs noch etwas ungewohnt, gewöhnt man sich relativ schnell an diese Art des Fahrens. So schafft der EQA in der getesteten Version mehr als 400 Kilometer mit einer Akkuladung. Bei einer maximalen Ladeleistung von 100 Kilowatt ist die Batterie in nur einer halben Stunde wieder zu 80% gefüllt. Das bringt uns zum Fazit. Der EQA ist eine sinnvolle Erweiterung des Mercedes-SUV-Portfolios und trotz seines unkonventionellen Antriebs bietet er alle Vorteile von einem konventionellen Mercedes-Benz. Das heißt eine satte Straßenlage, einen unfassbar guten Geräuschkomfort und einen hochwertigen Innenraum. Und einen kompakten Elektriker mit so feinen Ingredienzien, den haben wir bisher vermisst.